Die Kinderärztin Dr. Magda Kauderbach beschäftigt jetzt ein 6-jähriger Junge, der nach einer Mittelohrentzündung plötzlich starken Husten hat. Der Vater bringt den weltraumbegeisterten Mo Yan auf die Kinderstation. Der Mann verschweigt allerdings etwas. Magda, kommst du mal ran? Ja. Das ist mir herzlich von dir helfen. Ach, guten Tag. Ich habe heute Morgen aufgewacht und dem geht's gar nicht gut. Er hat Schwindel, Kopfschmerzen, auch Husten und er ist total müde immer noch. Ja, dann gehen wir am besten gleich mal ins Untersuchungszimmer. Ne? Komm mal mit, kommen Sie mal bitte mit. Ja. Erstmal Kauderbach. Danke, Peter, das war eine Entschuldigung, ganz vergessen. Ja. Ich bin auch ein bisschen nervös. Okay. Weil komm mal ich her. Weiß, was komm mal her, Süßer. Setz dich mal hier drauf. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Glaubst du das? Ups, Sasa. So. Bist du so flach? Magst du dich gleich mal hinlegen? Und er ist auch so ein bisschen durcheinander? Oder wie habe ich das eben falsch verstanden? Nee, durcheinander nicht. Schwindel und Kopfschmerzen, Husten und so. Okay. Durcheinander ist er ja, nicht, ja, aber ihm geht's gar nicht gut. Okay. Sag mal, was hast du denn hier mitgebracht? Was ist das denn? Teleskop. Ein Teleskop? Super, sehr schön. Das ist ja toll. Und du hast so einen schlimmen Husten? Okay, pass mal auf. Seit wann hat er den denn? Jetzt seit heute Morgen. Also gestern war noch alles in Ordnung. War ganz gesund jetzt die Tage oder hat er irgendeine Vorerkrankung? Nee, er hatte eine Mittelohrentzündung gehabt, die war aber jetzt eigentlich ausgeheilt. Deswegen wundert mich das, weil das auf einmal wieder kommt. Mhm, okay. Gut. Husten ist ja auch nicht unbedingt typisch. Ja, ich denke, ich untersuche ihn erstmal einmal. Ne? Wir müssen alles mal checken. Okay, würden wir vielleicht erstmal bitte Fieber messen einmal, ja? Ich habe ihn dann untersucht, wir haben Temperatur gemessen, ich habe in den Hals geguckt, die Ohren kontrolliert, die Lymphknoten abgefühlt und die Lunge natürlich abgehört. Hierbei hat sich eigentlich kein Hinweis gezeigt für ein organisches Korrelat. Das heißt, die Lungen waren frei, gut belüftet. Ich konnte keine Belege auf den Mandeln sehen, er hatte kein Fieber und die Trommelfälle waren unauffällig. Von daher konnte ich einen grippalen Infekt oder eben auch eine wiederkehrende Ohrenentzündung ausschließen. Es fand sich auch kein Hinweis für eine spastische Bronchitis, sodass ich erstmal eben die Vermutung hatte, dass vielleicht ein Keuchhusten dahinter steckt. Ah ja, okay. Naja, gut, das ist schon ein bisschen auffällig. Ne? Mhm. Wir haben natürlich zurzeit schon einige Keuchhustenfälle hier in der Gegend. Also von daher kann man es nicht hundertprozentig ausschließen, dass es nicht vielleicht doch so ein beginnender Keuchhusten auch ist. Okay. Ist er denn dagegen geimpft? Oh, das kann ich Ihnen leider gar nicht sagen, weil, wie gesagt, meine Frau und ich, wir sind halt getrennt und haben gemeinsam das Sorgerecht, aber ich sehe ihn nur alle 2 Wochen und deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob er jetzt geimpft ist dagegen. Gut, aber ich habe meine Frau auch schon angerufen, die ist auch auf dem Weg hin, also meine Ex-Frau, die müsste auch jetzt gleich da sein, die kann Ihnen das bestimmt beantworten. Dann werden wir das später noch mal klären. Ne? Gut. Ja, perfekt. Das ist auch erstmal alles gut. Schön. Aber ich würde Ihnen da halt gerade, weil dieser Verdacht ja unter Umständen besteht, würde ich Ihnen dann doch eben noch mal erstmal stationär aufnehmen. Denn so ein Keuchhusten ist ja auch sehr stark ansteckend. Und ich denke, wir müssen das jetzt erstmal genau checken. Wenn Ihre Ex-Frau dann da ist, dann können wir das ja alles noch mal genau klären. Ja, dann bleibst du erstmal ein bisschen hier bei uns. Ist das in Ordnung? Ja? Ja, ich hatte ja dann empfohlen, dass wir Mo Yan erstmal stationär aufnehmen. Erstens, weil ich eben noch gar nicht wusste, was wirklich hinter dem Husten steckte. Und andererseits war er eben durch diese unruhige Nacht mit dem starken Husten sehr ermüdet und sollte sich erstmal bei uns unter Kontrolle ausschlafen. Als ich dann gemeinsam mit der Mutter in das Zimmer ging, haben wir allerdings kein schlafendes Kind vorgefunden, sondern Mo Yan war zusammen mit seinem Vater völlig fasziniert von dem Sternenhimmel, den sie mittels einer Projektionslampe an die Zimmerdecke des Patientenzimmers geworfen hatten. Ja. Darf ich mal das Traumland störendes Licht anmachen? Das sieht ja hier toll aus bei dir. Ja, machen Sie ruhig. Wie geht's dir? Nicht gut, hab Kopfschmerzen. Ich muss immer husten. Och Mensch, was habt ihr denn gemacht? Was ist denn passiert? Wir haben gestern eigentlich nur gemütlich einen Film geguckt zu Hause und dann sind wir ins Bett gegangen. Also ich weiß auch nicht, heute Morgen ging es ihm nicht so gut. Und dann seid ihr direkt hergefahren. Mensch, haben die sich in all gut gekümmert? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben schon alles soweit untersucht. Ja. Ne? Ich habe ihn eben schon mal ausführlich untersucht, weil der Ex-Mann ja auch sagte, dass er eben diesen Schwindelzustand hat. Da haben wir auch mal geklärt. Also er ist so völlig bewusstseinsklar. Da ist also gar nichts Auffälliges. Die Lunge ist frei, Hals und Ohren sind unauffällig. Er hatte ja auch diese Ohrenentzündung. Genau, habe ich noch mal überprüft. Ja. Temperatur hat er auch nicht. Aber er hat eben schon diesen auffälligen Husten. Ne? Ja. Da hatten wir auch noch die Frage, wie ist das mit der Keuchhustenimpfung? Ist er gegen Keuchhusten geimpft? Nee, gegen Keuchhusten nicht, aber er hat seit er ein Baby ist, hat er Grupphusten. Ja. Ne? Ist das Stimmt. denn? Ja.
Okay, das hat er als kleines Kind schon gehabt. Ja, ja, genau. Ja. Das ist leider jetzt immer noch so. Ab und zu kommt das noch mal. Aber hört sich ähnlich an, ne? Das das ist jetzt schon, es kann schon natürlich, so ein Pseudokrophusten kann sich natürlich immer mal schnell wieder entwickeln, ne? Gerade wenn er vielleicht eben, sagen wir mal, irgendwie kalt geworden ist oder Kontakt hatte zu irgendwelchen Schadstoffen, sonstiges, ne? Da kann das schon sein. Ja. Ne, Süßer, musst du jetzt so schlimm husten? Aber ihr wart jetzt nicht draußen, ne? Weil ich habe dir extra gesagt, dass wir nicht rausgehen sollten. Wir waren wirklich nicht draußen, ne? Nee? Nee. Ich weiß, ich habe ja auch gesagt, ne, wegen den Ohren und so, dass der soll ja sich noch ein bisschen ausruhen, ne? Weil es war ja schon schlimm. Mensch. Gut, der Husten ist ja wirklich doch relativ ausgeprägt. Ne? Und wenn er früher eben auch schon, oh je, ja, jetzt hört man es aber doch deutlich. Er hat ja einen richtigen inspiratorischen Stridor. Also ich denke, da hätte ich doch jetzt ganz gerne noch mal das Ergebnis der Blutgasanalyse. Ah, ja, das müsste ja fertig sein. Darf ich da noch mal gucken? Sättigung, Sie waren unauffällig, sonst hätte ich sie gezeigt. Ja, super, nee, ist ja alles vollkommen in Ordnung. Das ist ja schon mal gut, die Sättigung noch mal überprüfen. Und ich denke, dann würde ich ihn auch fast doch gerne auch noch mal zum Röntgen schicken. Ja. Ne, dass wir doch noch mal die Lunge röntgen, gucken, dass da keine Lungenentzündung oder eben irgendwelche Auffälligkeiten sind. Ja. Manchmal ist es ja auch ein Fremdkörper, dass die Lunge nicht seitengleich belüftet ist. Also das müssten wir auf jeden Fall bei so einem ausgeprägten Befund, müssten wir das jetzt auf jeden Fall mal checken. Ne? Gibst du mal einmal dein Fingerchen noch mal, gucken wir. Wir wollen noch mal gucken, ob in deinem Blut genug Sauerstoff drin ist. Warte mal, da schauen wir jetzt mal. Halt mal schön still einen kleinen Moment. Dann kommt das gleich, ne? Und so ein Pseudogrupphusten, das ist dann jetzt kein richtiger Grupphusten, das ist dann einfach nur... Naja, das ist schon. Das ist ja im Grunde genommen, wenn im Bereich des Kehlkopfes die Stimmlippen eben anschwellen, dann kann er eben schlechter Luft bekommen. Gerade beim Einatmen hat er dann Probleme und dann kommt es eben zu diesem typischen diesem Einatmen, was wir eben ja auch bei ihm gehört haben und dann diesem bellenden Husten. Also von daher ist der Verdacht schon da. Gerade wenn Sie sagen, Sie haben das eben, er hat das schon häufiger gehabt, bin ich schon der Meinung, dass wir jetzt wirklich sehr vorsichtig sein müssen, dass nicht gerade ein ausgeprägter Grupphustenanfall jetzt noch auftritt. Ne? Aber wie gesagt, da der Zustand vorhin so schlecht war, würde ich ganz gerne jetzt doch auch sicherheitshalber noch einen Röntgen-Thorax haben. Ja? Sonst ist das aber hier alles, also Sauerstoffsättigung ist perfekt, das ist alles super. Hast du gut gemacht, klasse. Sehr gut. Gut. Die Ärztin fragt sich, woher der Husten kommt. Schließlich hatte sich der kleine Mojan Augustin aufgrund seiner Mittelohrentzündung in den letzten Tagen geschont. Auf der Kinderstation erscheint nun ein junger Besucher für eine Patientin. Seine Anwesenheit wühlt die 14-Jährige sehr auf. Guten Tag, ich suche die Jennifer Schubert. Ja, da wollte ich jetzt sowieso hin. Da nehme ich ihn einfach mit. Oder Sie sind der? Björn Riemann, ich bin Vertrauensschüler bei ihr an der Schule. Ach, okay. Und genau, sie hatte eigentlich einen Termin bei mir, ist dann aber umgekippt. Der Besucher meiner Patientin Jennifer machte einen sehr guten Eindruck. Es war ein sehr junger, höflicher Mann. Ich fand es auch gut, dass er mir direkt sagte, dass er mitbekommen hat, als sie in der Schule umgekippt ist und er sich deswegen auch ein bisschen verantwortlich fühlt und sich Sorgen macht. Hat auch einen guten Eindruck gemacht. Geht's schon besser? Ja, besser als gestern. Ist okay? Ja. Ja, was war denn los? Ich weiß nicht, ich bin einfach umgekippt. Ich hatte das vorher noch nicht. Ja, hast du eine schlimme Verletzung? Nee, es geht. Geht das? Lass mal. Ist alles gut bei Ihnen? Mir wird schwindelig. Gut, ich habe nichts gemacht jetzt. Hallo? Ey, mach mal auf. Komm, mach mal deine Augen auf. Kannst du einmal ganz schnell die Ärztin holen? Ja. Hörst du mich? Ja, wir brauchen hier mal. Guck mich mal an. Als ich bei meiner Patientin Jennifer stand und merkte, dass beziehungsweise mitbekommen habe, dass ihre Herzfrequenz sich deutlich erhöht hat und ich mir sie angeschaut habe und sie sehr blass geworden ist, versuchte ich natürlich den direkten Kontakt zu ihr aufzubauen, ihr zu sagen, dass sie bei mir bleiben soll, wach bleiben soll und mir in die Augen schauen soll. Das war natürlich auch ein kleiner Schockmoment für mich und ich war sehr froh, dass sie dann ganz schnell wieder aufgeklärt ist. Blutdruck ist jetzt wieder gut, Puls beugt auch langsamer. Ja, das war ja schon eher so ein Ohnmachtsanfall, also so eine vagovasale Synkope, denke ich. Ne? Das passt ja alles ganz gut dazu. Ja, das ist im Grunde genommen so eine Kreislaufreaktion, die jetzt eben auf irgendwie ein besonderes emotionales Ereignis ist oder auf Stress oder so, dass der Körper dann eben so reagiert. Was war das jetzt für ein Ereignis? Also was ist... Tja... Würde ich jetzt fast den Zusammenhang jetzt bei Ihnen suchen, sage ich mal so. Könnte ich mir so vorstellen, wenn das jetzt schon zweimal so war.
Könnte das sein? Okay. Ne, manchmal ist das so, dass durch Stresssituationen kann es dann eben, sagen wir mal, zu einer Überreaktion kommen, dass das Herz dann ganz schnell schlägt und dass der Kreislauf dann praktisch kurz zusammenbricht und dann eben zu solchen kurzfristigen Ohnmachtsanfällen führt. Aber jetzt geht's dir wieder besser, oder? Ich glaube, du solltest vielleicht mal so ein bisschen Entspannungstechniken mal lernen. Da können wir dir ja noch mal, wenn du dann entlassen wirst, vielleicht auch ein paar Adressen mitgeben, ja? Und dann bleibst du noch mal bis morgen hier und dann schauen wir mal. Aber so war ja eben alles im Grunde in Ordnung. So, dann ist es ja, war das in der Schule auch derselbige Grund? Oder? Okay, alles klar. Ja, im Prinzip ist das Ganze ja ganz süß, dass sie wegen ihm in Ohnmacht gefallen ist, wegen ihrem Schwarm. Wir kennen das ja alle. Jeder war wahrscheinlich schon mal in einen älteren Mitschüler verliebt. Aber ja, im Endeffekt war es ganz süß. Aber wir müssen das natürlich auch medizinisch im Auge behalten. Weitere Untersuchungen ergeben, dass die Ohnmachtsanfälle der Schülerin tatsächlich keine körperliche Ursache haben. Der Brustkorb des kleinen Mojan wurde indessen geröntgt. Der Junge verrät versehentlich ein Geheimnis, das er mit seinem Vater teilt. Was hast du denn da? Papa, Papa und Opa haben gegrillt draußen. Ihr habt draußen gegrillt? Und wir haben übernachtet im Zelt. Und ihr habt gezeltet? Aber ihr solltet doch nicht zelten. Weißt doch, wegen deinen Ohren. Du hast doch gerade die Ohrenentzündung. Aber jetzt sag nicht, dass ihr auch Sterne geguckt habt. Weil du wolltest ja so gerne, ne? Aber haben wir nicht. Nein, wirklich nicht? Nachdem wir ins Zimmer kamen und Mojan die gerösteten Marshmallows aß, haben wir natürlich gefragt, beziehungsweise hat die Mutter gefragt, wo kommen die denn her? Marshmallows röstet man doch normalerweise am Lagerfeuer. Daraufhin hat er auch bereitwillig Auskunft gegeben, hat gesagt, ja, wir waren draußen, wir haben ein Lagerfeuer gemacht, wir haben Marshmallows geröstet und haben auch draußen geschlafen. Als die Mutter danach fragte, habt ihr auch Sternschnuppen geguckt, sagte er, nein. Hiermit, das war ja vorher mit dem Vater abgesprochen, dass er das auf keinen Fall verraten sollte. Von daher ist er eben gegenüber seinem Vater loyal geblieben und hat halt trotzdem alles kindgemäß noch verraten. Okay, und was hast du da? Das sind geröstete Marshmallows. Darf ich mal sehen? Sag ich mal. Wie habt ihr denn das gemacht? Mit so Holzstücken? Und dann über dem Feuer. Ach so, und dann übers Feuer gehalten. Okay. Na, wer kommt da? Hallo. Da kommt der Papa ja auch. Hallo. Brauchst du Hilfe bei irgendwas? Oder? Nö, alles in Ordnung soweit im Moment. Daniel? Ja? Er hat da Marshmallows und hat gerade erzählt, dass ihr die gestern Abend überm Feuer geröstet habt und dass ihr gezeltet habt. Du hast doch gesagt, ihr wart nicht draußen. Ja, es tut mir leid. Er wollte so gerne raus und ich sehe ihn ja so selten. Deswegen wollte ich ihm den Wunsch nicht abschlagen. Habt ihr auch Sterne geguckt? Weil ich habe doch ausdrücklich gesagt, keine Sterne gucken. Ja, es tut mir leid. Wie gesagt, ich wollte ihn irgendwie glücklich machen. Deswegen waren wir doch draußen. Und ich wusste ja, dass du das nicht wolltest. Deswegen habe ich eben gelogen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie damit zusammenhängt, dass da irgendwie sowas draus entsteht. Weil doch eigentlich ja, wieder ich mein, gesund ich hab's war. Ich habe dir ja echt ein paar Mal gesagt. Aber ich kann es auch nachvollziehen, weil wenn er das möchte, dann quengelt er ja auch immer. Ne? Ja. Und ja, aber trotzdem, also demnächst, wenn ich dir das sage, du musst, ich meine, jetzt liegt er hier, weißt du? Das geht nicht. Nee, ja. Da hast du recht. Beim nächsten Mal, dann muss ich da auch konsequent sein und dann wirklich Nein sagen, ja. Auch wenn er sich das wünscht. Ja. Weil ich muss es ja auch zu Hause, ich muss ja auch Nein sagen können, ne? Ja. Naja, es kann natürlich, es ist natürlich, wollte ich gerade sagen, es ist natürlich erstmal war er ja noch gerade krank gewesen und dann ist natürlich durch dieses Lagerfeuer, kann es natürlich schon sein, dass das einfach mit seinen Schadstoffen und durch den Rauch, dass das bei empfindlichen Kindern natürlich auch so ein Pseudokrupp-Anfall bzw. eben diesen Husten auslöst. Kinder neigen dazu, bestimmte Kinder sind sehr empfindlich. Er hatte das ja als kleines Kind auch schon häufiger gehabt und durch das Feuer und den Aufenthalt am Lagerfeuer ist es bei ihm sicherlich getriggert. Worden. Das heißt, der Rauch des Lagerfeuers im Zusammenhang mit den Schadstoffen, die eben aus dem Holz dann freigegeben werden, haben bei ihm eben diesen Pseudokrupp-Anfall ausgelöst. Es ist nicht schlimmer geworden. Wir haben ihn jetzt ja schon einige Stunden beobachtet. Wir gucken jetzt noch mal, ob das Röntgenbild unauffällig ist, was ich hoffe. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mir das jetzt alles sehr gut erklären. Und wir würden ihn dann eben mit diesem Inhaliergerät mit entsprechenden Medikamenten, die er regelmäßig dann inhalieren muss, wieder nach Hause lassen. Okay. Ja, außerdem würde ich Ihnen noch mal so einen Cortisonsaft, so einen Notfallsaft auch noch mal rezeptieren. Und dann sollte das eigentlich in der nächsten Zeit sehr viel schneller besser werden. Das Röntgenbild des Brustkorbs zeigt keine Auffälligkeiten. Der Husten des Sechsjährigen ist also tatsächlich durch den Rauch des Lagerfeuers entstanden. Der Junge nimmt eine Woche lang Medikamente ein. Dadurch verschwinden der Husten und das Schwindelgefühl.